Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead. Ich habe gerade noch mal das Gespräch geführt mit Sarah und Clementine und die letzte Entscheidung war dieselbe wie vor. Das heißt, sie wird sich daran erinnern, dass Clementine ihr gesagt hat, sie soll halt stark sein und dass ihr Vater sich das jetzt auch wünschen würde. Nur die Option davor, da habe ich irgendwie eine andere gewählt. Aber ich denke, das wird keine Auswirkung haben. Jetzt müssen wir auf jeden Fall sofort weg hier, denn die Walker kommen gerade rein und ich würde sagen, wir legen direkt mal wieder los. The bridge. Forget it. That thing ain't budging. Find something else. Can we use that? Yeah, that would work. What would work? Oh, shit. Aber er ist voll geschwächt. Er ist geschwächt. Okay. Ready? On three. One, two, three. Uh-oh. Und sie hält jetzt die Tür da alleine? Das klappt doch niemals, oder? Ich weiß nicht recht, ob das klappt. Ja. Clem! Clem, help her! Help Jane! Okay. Okay, go, go! Keep pushing! Go! Okay. Oh, oh, oh! Aber sie wird es nicht mit allen aufnehmen können. Hoffentlich schafft sie es. Okay, super. Luke, you first. We need you up top. Oh, der ist so. Okay, come on. Clem. Sarah, we have to go. Are you listening? I can't do it. Oh, jetzt now, mach's schon. Clementine. If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down too. Not again. Überzeuge Sarah, verlasse Sarah. I can't! Daddy! Don't make me leave you! Come on! Dying like this is stupid! You can't save her, Clem. We have to go! Believe me, I know about this. Hurry up! Move! Clementine! Grab her! Komm schon. Sie auch, bitte. Jawohl. Oh mein Gott, alle haben es geschafft. Gott sei Dank. We gotta go. Sarah. Come on. Oh mein Gott, Sarah, ey. Boah, die ist echt... Wenn die sich weiter so verhält, ist die echt eine Gefahr. Aber ich... hatte so das Gefühl, dass man sie eigentlich auch im letzten Moment noch dazu kriegt irgendwie. Aber ich finde es ganz ehrlich gut, dass sie ihr eine reingeknallt hat, weil anders hätte die jetzt auch nicht, die ist nicht wach geworden. Also so lethargisch irgendwie. Look, I hate to ask this, but are we there yet? We're not far. Wir werden das durchstehen. Du hast es wenigstens versucht. Lass dich nicht unterkriegen. You did good getting out of there. Now you gotta keep it up. But I'm not okay. Just don't let me down. Please. She just needs a little time, Clem. Leave her be for a bit. Ja, Mädel, komm in der Realität an. The way she is, she's gonna cause problems. What happened in there? When we went in there, you were ready to help, but then something changed. Look, I'd seen that kind of thing before. I just didn't want to stick around for the bitter end. Sorry, ich dachte, ich könnte auf dich zählen. Würdest du mich zurücklassen? Es ist wohl nicht leicht für dich. It's okay, I get it. Things aren't always simple. And just because you got her out of there today, doesn't mean you saved her. Trust me. I tried to save Jamie too, but she gave up. Ich bin aber froh, dass Luke noch lebt. I can't believe it. As soon as you guys said go, I was the first one up on the roof. Like I had already made up my mind. Luke, you can't let it eat away at you. Well, I can't forget it.
I dragged my sister across 4 states. And every morning, she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her, or push her, or goddamn carry her if I had to. Until this time, walkers cornered us, forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump, couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted, and I left her there. Hat sie sich verwandelt? Tut mir leid, Jane. Wie konntest du deine Schwester nur allein lassen? Did she get turned? Do you know? When she didn't follow me over, I didn't have the guts to go back and see for myself. It killed me for a long time. But I finally realized that I'd put her on a forced march through hell, when all she really wanted was for me to let her go. Sarah was that way too. Jane? Ich hoffe, ich habe das richtig getan. Das heißt, nicht gefährlich. Or ours. Sarah isn't dangerous. She's gonna be okay. Fine. Just be careful. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sarah gefährlich wird noch. Also wenn sie natürlich sich weiter so fällt wie jetzt schon. Aber ich will jetzt halt auch nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, oh, war es voll schlecht, sie zu retten. Dann hätte ich es auch lassen können. Also natürlich habe ich das gemacht in der Hoffnung, sie rappelt sich auf und kommt noch in der Realität an und entwickelt sich, ne? Son of a bitch. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself. Tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Sarah, how you doing, hon? That's okay, sweetie. Whenever you're ready, I'm just glad you're here. But wait, wait. Where's Nick? Rebecca, how about we go for a walk for a minute? Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. No. I ain't gonna sugarcoat this. Schwierige Verluste. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Frag ihn doch. Kenny hat Erfahrung mit Babys. Er könnte es versuchen. Mentioned Carlos teaching him anything? He could try. At this point, I'd take anyone who's even been in a delivery room. And that just leaves Kenny. He brought Sarita in there not long after you left. I don't know if he's done it yet. I ain't seen him since. Ich habe ihn schon einmal so gesehen. Wir müssen ihn dazu bringen, rauszukommen. I don't think he's doing well. I'll go in there. Thank you, Clem. I really do think that might be best. Ich weiß nicht so recht, ob das das Beste ist. Zuletzt wollte er von Clementine gar nichts wissen. Naja, man kann es ja nochmal versuchen. Ich meine, was soll schon passieren? Also, außer dass Kenny uns für den Rest seines Lebens hasst. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass er sie vielleicht gar nicht getötet hat bis jetzt. Hat er oder hat er nicht? Wir brauchen Hilfe mit dem Baby. Bitte komm raus. Ich bin hier, um nach dir zu sehen. I wanted to check on you. Make sure you're okay. Ich glaube nicht, dass es ihm okay geht. She didn't want me to wait, but I had to. In case by some crazy chance. Jetzt ist es vorbei. Es tut mir leid, Kenny. She didn't come back. That beautiful face. I'm sorry, Kenny. You know what it feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Noch bist du nicht tot. Wir brauchen nicht. Du kannst dich nicht einfach hier drin verstecken. Es ist viel zu schwer. No rest. The punches just keep coming. Why the hell
Or couldn't Carver have just finished me off? Obviously, I ain't helping anyone by being here. Rebecca braucht deine Hilfe. Du hast mir immer geholfen. That baby's almost here, and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Now, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway. Schau, das würde sehr wehtun. It looks like it must hurt. Well? Oh, shit. Does that mean what I think it does? What are we supposed to do? We should see what's going on. Ja, es tut mir immer noch leid mit der Hand. Ich hätte sie abpacken sollen. Es ist scheiße gelaufen. Es tut mir leid. Are you okay? How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's going on? Rebecca's water broke. Geplatzt. Ja. Sollten wir tun? Ist das normal? Bedeutet es, dass das Baby kommt? Oh, Christ. We should... I don't know what we should do. Oh, fuck. What do we do? Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right, give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. Was zuerst, Kenny? Lass uns einen sicheren Ort suchen. Was brauchen wir? Now you got no choice but to lock down and ride it out. What kind of stuff do babies need when they're being born? Kenny, come on, you gotta focus. Right, right, sorry. Clean water for one thing. In blankets. And we gotta get out of this damn cold, too. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. Oh, schwierig, ey. In so einer Situation Baby kriegen. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay, then. Kenny, you stick with Rebecca, and I will check the perimeter for walkers. Sarah? Sarah. You just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Nicht schon wieder. Clem. I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Das frage ich mich auch, wenn sie abhauen will. Jane hat Angst vor dem Baby. Sie hat uns so oft geholfen. She volunteered to head off awful fast. I guess it could be nothing. She's helped us so far. Yeah, no, you're right. Maybe it's nothing. Just something to think about. Darüber will ich gar nicht nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Das lasse ich auf mich zukommen. Okay. Ich will nach Sarah sehen. Ich gehe mit Mike und Bonnie. Ich gehe mit Jane. Don't worry. Everything's gonna be fine. Maybe I should go with Jane. Better hurry and catch up then. All right, everyone, you know what to do. Let's be fast and let's be careful. Aber ich will nicht mit Jane gehen, um jetzt nach ihr zu gucken, ob sie wegläuft, sondern ja, vielleicht hat sie auch noch mal ein paar Ideen, was wir gerade machen können in dieser Situation mit dem Baby und allem. Weiß ich nicht, ob die Entscheidung jetzt wieder richtig war oder ob ich mit den anderen hätte gehen sollen. Ich mach einfach mal. Okay, irgendwo wird sie hier sein. Die schaut sich bestimmt nur wieder um nach Überlebenskram und was weiß ich. Und selbst wenn die Angst vorm Baby hat und selbst wenn die auch abhauen will von der Gruppe, das ist doch jedem auch irgendwo selber überlassen, oder? Kann die Leute ja nicht dazu zwingen. Ja, ist doch gut, dass ich Clem genommen habe zu Jane. Oh, hey. Sie ist hier ganz allein. Ist alles okay? Was machst du da? Ich wusste, dass du hier sein würdest. Are you okay? Yeah. Yeah. Just a lot's happened today. And I don't know if... Well, it's sometimes good to have someone watching your back. Ja. Das stimmt. So, come on, partner. Let's go check out that deck. Und vor allem hat, ich finde es schön, dass sie das sagt, auch wenn ich jetzt so dazwischen quatsch. Aber sie meinte ja am Anfang, ist es gut, alleine zu sein. Du siehst nicht gut aus. Irgendwas gefunden? Did you find anything out here? Huh? Oh, not yet.
I hadn't really started looking until you showed up. Ich finde das schön halt, weil am Anfang war sie so einzelgängerisch. God knows we could use a break. Und jetzt vertraut sie langsam Clementine. Vielleicht ist das auch vorteilhaft. Also ich finde das im Moment noch sehr gut. Sie ist so ein Survival-Typ und die beiden kommen ja auch gut aus. Und ja, ich glaube, das kann nicht schaden, dass sie auch freiwillig gerne hilft. Check this out. This gate's still locked. Which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. Können wir da rein? Vielleicht gibt es dort noch Essen. Rebecca könnte ihr Baby da drin bekommen. That could be a place for Rebecca to have the baby. Yeah, that's what I was thinking. Maybe I can pick the lock. The nail file? Versatility is not overrated. You know, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. Mhm. Dann schaue ich mich mal um. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Was haben wir hier? Was steht da? Mülleimer. Find anything? No, not even trash. Vielleicht ja woanders noch. Ach, da kann ich gar nicht hin. Ach so. Oh. Vielleicht entdeckt sie ja was. Schade. You think this thing still works? Check the muzzle, Napoleon. Oh. They fill them with cement, so they're safe. Mhm. Infotafel. Ow! Shit! You okay? Yeah. I think I almost had it. Keep looking. Ich hab irgendwie gerade so ein komisches Gefühl, so ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht warum. There's some buildings across the river. I think I can see a church. The nearest river crossing is miles up. Rebecca wouldn't make it in her condition. Keep it in mind, though. Jane! There's someone coming toward us. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Da bestätigt sich auch schon mein ungutes Gefühl. He's coming this way. Und wenn wir es mit ihm aufnehmen, sollen wir abhauen? Should we run for it? Normally I would, but it's too much of a risk. We can't lead him to the others. But we should scope him out and see what he's up to. I don't like having some stranger sneaking around so close to the others. Vielleicht kann ich mit ihm reden, warten wir ab, was er vorhat. Ich werde ihn ablenken. Last thing we need is someone telling their friends about the new easy targets in the neighborhood. We should just try and stay out of sight till he's gone. Good call. Shit. Hide now. Vielleicht kann er ja hier irgendwie rein oder so. Vielleicht, wenn der hier hochkommt, vielleicht hat er einen Plan. Ja, mal gucken, was der so vorhat, der Typ. Mhm. Merkt der was? Was macht er denn da? Oh. Der stopft da irgendwas rein. Und jetzt soll ich ihn anquatschen oder was? Soll ich ihn jetzt... Nee. Shit. Подожди, подожди. Wir haben dich umstellt. Ich möchte nur mit dir reden. Tu mir jetzt, ich bin nur ein Kind. I just wanna talk to you. Der hat aber Angst. Was machst du hier? Verstehst du mich? Do you understand me? Yes. I'm Arvo. I'm going to go. I don't want to shoot.
Okay, ich verschwinde, also nimm die Waffe runter. Jane, er hat eine Waffe. Little girl. You don't have to shoot anyone. Just put the gun down. Back up. Put the bag down. Clem, make sure he doesn't have any other weapons in there. Mhm. Was wollte er denn da loswerden? Jetzt will ich wissen, was in der Tasche ist. Jetzt guckt er aber ganz schön kühl. Irgendwas passt ihm nicht. No, I have no more guns. Nein, ich habe keine Waffen. We just need to make sure. Was ist das alles? Anything? Wow. That's a serious stash of meds. Ja, nicht schlecht. No, 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 no. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. Nur du und deine Schwester? Warum verschickst du das? Du lügst. That makes those things come. Please. Is it just you and your sister? No. I have many friends in the woods. Sister or not, we could really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless, and now you take my sister's medicine? You are very... Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need people that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Behalte den Rucksack. Gib den Rucksack zurück. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. You don't believe a fucking word about your sick sister. Please don't make my sister suffer. She has been through enough. Oh, yeah? Well, I think you're just some junkie. You know what that word means? You're not taking them. I'm not robbing anybody. Just let him go. Oh, Bursche. Thank you, Clementine. Thank you. What are you doing? Was machst du da? Können wir ihn nicht einfach gehen lassen? Jane, don't do it. Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Aber er wollte das ja da rein tun. Da rein. Das. Jetzt nimmt er das wieder mit, aber er hat es doch da rein tun wollen. I can't believe I've gotten into this mess. Threatening some stupid kid. Wir sollten die anderen holen gehen. Ich dachte, du würdest ihn erschießen. Wir hätten nur mit ihm reden sollen. We should go get everyone else. Yeah. Go get the others. I'm gonna get this place open. Then we need to get moved in ASAP. Clem! Clem, hey! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. Wir trafen einen Treffer. Wir fanden einen Unterschlupf. Du sollst in der Nähe von Rebecca bleiben. God knows we could use a break. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. What? Shit. Ich bin besorgt, es könnte gefährlich sein. Jane wollte ihn ausrauben. What happened? Jane took his gun and scared him off. Well, I'm glad you're okay. Is Jane still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop opened. You know, I can't figure her out. I mean, she really. Wir können ihr nicht trauen. Ich mag sie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. I'm never quite sure if she just done like people, just plain out done like me. I like her. She's honest, and she knows what she's doing. Yep, that's more than I can say for some. Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. And broken people get reckless. I know you got a history. Du liegst falsch, er beschützt uns. Du hast recht, er hat ihn ganz schön mitgenommen. Kannst du das beurteilen? Yeah, he always tries to do the right thing. But he's not the same anymore.
I'm glad you see it too. I need to tell the others about the deck. Yeah, good. I'll see you back there.